Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich weiß, wir hatten jetzt ein paar Tage Pause dazwischen. Allerdings brauchte ich einfach auch mal sowas wie Urlaub bzw. Möglichkeiten in meinem Privatleben Dinge zu regeln. Heißt putzen, aufräumen, einkaufen, an der Wohnung arbeiten und naja, die Dinge machen, die zu kurz kommen, wenn man arbeitet, weil man arbeitet und putzen und es war Muttertag und meine Mama war da und naja, man ist einfach, zwischendrin braucht man einfach mal einen Tag Pause und ich habe es nicht geschafft, aufgrund von vielen Dingen, die da waren, im Vorfeld alles aufzunehmen. Also fast, aber nicht ganz. So, wir sind in Gronia und mir ist warm, wenn ich das so sehe. Aber es ist wirklich warm draußen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir sind draußen gerade 26 Grad. So von einem Tag auf dem anderen plötzlich warm. Das ist krass. Okay, ja, wir müssen, ja, wir müssen dahin. So von einem Tag auf dem anderen plötzlich Hitze gewesen. War schon überraschend. Aber ich wohne im Erdgeschoss und es ist alles schattig und kühl um mich herum. Von daher alles in Ordnung. Ich hoffe einfach, das hier wird nicht draußen Programm für diesen Sommer. Wobei, so gegen Sonne habe ich nichts. Hallo, Bludo! Oh, hallo! Yonobo hat mir alles erzählt. Der Hyjana, der Rudania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben, dass wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rudania vorknöpfen wollte. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Und Yonobo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber mal das hier an. Schick. Varudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Oh ja, ich auch. Ich bin Erz. Ach ja, ich muss dir noch danken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du doch was anfangen können. Oh ja! Außer natürlich, du als Hyljaner weißt das sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der hyljanische Recke ein Schwert, das heilige Bandschwert. Du hast ja ein mächtig scharfes Schwert. Du siehst aus wie der hyljanische Recke, der an Daruks Seite gegen die Verheerung Ganon gekämpft hat. Witzig. Der Opa denkt ja auch, ist mir egal. Hat der deine Windel? Ach, ich muss mal genauer nachgucken. Ja, cool. Tasche, brauche das nicht mehr. Dann kann ich ja das hier mitnehmen. Bergspalter, die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerte überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Hyjana dagegen können es kaum heben. Das möchte ich sehen. Das sieht ja fast genauso aus wie die anderen Sachen. Wow, okay, das sieht schon fett aus. Das sieht nach einer ziemlich geilen Waffe aus, die ich nicht verschwenden möchte. Ich kann mal meine komische Lanze wieder rausholen, weil hier noch irgendwas anderes. Ich wollte gerade den Boden scannen nach Loot. Ich spiele einfach zu viel Dragon Age Inquisition. Oh, bald geht Dragon Age Inquisition im Livestream weiter. Horizon kommt auch wieder. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Heute Abend werden wir allerdings ganz viel The Legend of Zelda Breath of the Wild im Livestream sehen. Also, wenn ihr jetzt dieses Let's Play guckt, kann es durchaus sein, dass ihr unten auch die Meldung habt, dass ich gerade live auf Twitch bin. Folgt einfach meinem Twitch-Kanal und dann verpasst ihr auch keinen Livestream. Follows sind da. Oh, das war's mit der Echse. Völlig gratis. Fällt nicht drauf ein, Subscriptions, da denkt man immer, aber das sind doch Abonnenten, also Abonnement. Ich meine, Subscriptions, Abonnement, das ist doch, aber das bedeutet doch, das ist doch das gleiche wie auf YouTube. Nee, wenn ihr mir auf Twitch folgt, dann ist das wie ein Abonnement. Und wenn ihr dort abonniert, ist das so ein, ja, Subscription bedeutet bei Twitch halt eine finanzielle Unterstützung, die mir das Leben ermöglicht. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich dort auf 600 Leute komme, ne, ganz ehrlich, dann muss ich irgendwie mal was ganz Großes für die Community ballern da auf Twitch. Irgendwas Geiles. Hey, Yonobo! Hi, was geht? Du bist ja, der hat ja richtig fette Bauchmuskeln, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh. Hey! Der Rücken von Chef tut nicht mehr weh, Rodania gibt auch endlich Ruhe. Jetzt kann ich es wieder ruhig angehen lassen. Ach, cool. Gut, wir hätten eins unserer Hauptziele erreicht, ja? Das ist gut zu wissen. Ich weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall hier hin.
Ich möchte auf jeden Fall dahin. Und das könnte ich. Ich gehe einfach dem jetzt einen Pfeil mal so nach, wie ich ihn etwa hinkomme. Weil das sieht nach einer Oase aus und wir müssten ja hier in der Nähe auch eigentlich eine große Fee finden. Ja. Na, jedenfalls mache ich mir schon gerade die ganze Zeit lang Gedanken, was ich als großes Projekt angehen könnte, wenn wir auf Twitch so weiter wachsen, wie ich es geplant habe. Wie gesagt, feste Sendezeiten gibt es bei mir nicht. Ich möchte keine Rundfunklizenz kaufen. Oh, Hallöchen. Was macht denn eine Frau der Gerudo hier? Savak, willst du mir etwa am helllichten Tag den Hof machen? Nee, nicht wirklich. Oh, zu schade. Wer bist du denn? Ich heiße Ramella. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Ich kam hierher, um Juwelen aus Goronia zu sammeln. Der Todesberg bricht nicht mehr aus, daher kann ich jetzt endlich wieder meine Edelsteinvorräte aufstocken. Ach ja, hast du vielleicht Bernstein? Davon brauche ich eine ganze Menge. Bring mir 10 Stück und ich gebe dir einen besseren Preis dafür, als du in einem Laden bekommen würdest. Okay. Hey, Brenditz, ist unglaublich. Hast du vielleicht 10 Stück Bernstein? Wenn du sie hast, würdest du sie mir verkaufen? In einem Laden würdest du dafür 300 Rubine bekommen, aber ich gebe dir 500. Alles klar. Sag, sag, danke, das hilft mir wirklich weiter. Schönen Dank, jetzt sind deine 500 Rupees. Nice. Andere Edelsteine kaufe ich auch, also bring mir ruhig immer mehr. Immer 10 auf einmal. Welche Juwelen ich brauche? Ja, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Oh, Ramella. Das werde ich mir merken. Das werde ich mir merken. Moment, kaufst du jetzt schon bereits wieder? Welche? Warte, Ramella, warte. Hä? Boah, diese Brände ist was ganz anderes als die Wüstenhitze in der Gerudo-Region, das kann ich dir sagen. Also, du hast nicht zufällig 10 Saphire. In einem Laden würdest du 2600 bekommen, bei mir bekommst du 2900. Oh, sag, sag, danke. Das hilft mir wirklich weiter. Hier, nimm. Wow. Ja, wenn du 10 Saphire hättest, würde ich sie immer noch für 2900 nehmen. Ja, okay. Was redest du denn? Du hast ja gar keine. Na, dann bis später. Ah, also heute sind nur Saphire und ich habe leider nicht mehr 10 Saphire. Aber das ist eine ganze Menge mehr. Also ich glaube, hier kann man wirklich gut Geld machen. Gefällt mir. Ja. Naja, nur weil viele von euch ja immer dem Livestream-Projekten von The Legend of Zelda folgen, dachte ich, ich teile mal meine Gedanken mit euch zu dem Thema. So, was kann ich für meine Subscriber tun, die mir ja... Also ich meine, das klingt voll doof. Ich meine, ich mache ja schon für meine Zuschauer alles, indem ich halt so viel Unterhaltung biete wie möglich. Aber ich feiere gern Partys. Sozusagen. Also solche Sachen feiere ich halt einfach gerne. Und das ist immer schön. Um den Leuten auch was zurückzugeben und so. Könnte ich hier... Nein. Oh, zack. Danke. Ich muss mal überlegen, wie ich da am besten hinkomme. Da ist noch so eine Lorenstrecke. Und ich weiß nicht... Ach, da steht eine. Sehr gut. Das so die beste Idee ist, die ich jetzt hier habe. Oh, okay, ich bin drin gelandet. Hier. Fußball spielen. Zack. Aber ich bin... What the fuck just happened? Ich würde halt gern irgendwas Besonderes für meine Livestream-Zuschauer machen. Ihr versteht sicherlich, was ich meine. Also ihr versteht also irgendwie so ein kleines Event-mäßiges oder sowas. Ich meine, ich kümmere mich jetzt auf meinem Discord schon, so viel ich nur kann, um meine Twitch-Subscriber und so. Aber auf meinem Discord sind ja noch andere Zuschauer und ich will keine Wertigkeitsunterschiede machen, dass die einen mehr kriegen als die anderen. Ich glaube, ich habe mich gerade einfach selber... untergeballert. Ist hier was Spannendes? Will ich hier weiter? Ja, hier will ich weiter. Okay, sehr gut. Sehr gut, hier will ich weitergehen. Hoffe ich, glaube ich, denke ich, sollte ich. Ich wollte gerade sagen, hier sieht aber verdächtig aus. Oh oh. Oh oh, warte. Ah, meiner. Jo, jetzt hier hin. Ups, wollte ich nicht. Und hopp. Gibt's was Besonderes? Hm, gibt's nur ein Bärchen. Na gut, alles klar. Hey, ja, Magmarock gibt's hier bestimmt auch ein paar. Die würde ich gerne klatschen. Weil die geben immer gut Herzen. Das ist ja Herzen. Autsch. Das hat ein kleines bisschen gebrannt. Oh, das ist aber nicht so schlimm. Die konnte nicht brennen, denn ich habe ja auch Brandschutzrüstung. Hopp. Ui, beide auf einmal. Feuerstein. Die erkenne ich jetzt von Weitem, denn die sahen anders aus als die anderen Steine, die ich da gesehen habe.
mit der Magma hier? Wie krass das aussieht. Dieses Spiel ist so unbeschreiblich schön. Aha. Glaubst du, ich sehe dich nicht, mein Freund? Tschüss. Wo fliegt der hin? Oh. Doch, der sitzt dann da unten, ne? Kann ich ihm jetzt noch einen hinterherwerfen? Kann ich nicht. Ja gut, habe ich einen Bohrer noch? Nee. Also einen Bockstock. Kann ich damit Erze klein hauen? Okay, ich kann mit einem Bockstock. Ist der jetzt in die Lava gefallen? Oder steht er noch da unten? Lol, der ist wirklich in der Lava. Alles klar, das Viech brennt auch nicht. Na gut. Okay, Vogel. Was macht denn der Vogel zwischen der ganzen Lavalandschaft hier? Das ist ja ein abgefahrenes Vieh. Was willst du mit dem Feuer? Was? Ich glaube, jetzt ist auch irgendwie erschöpft. Ich so, was willst du mit dem Feuer, Bro? I don't care. Ups. Hab ich gerade irgendwie Schaden genommen durch irgendwas? Ja, einen Morang nehme ich gerne mit. Das nehme ich auch gerne mit. Okay. Weiter in diese Richtung. Ja, jetzt muss ich da halt nur auch weiterkommen. Das sieht nach einem Magmarock aus. Das sieht sowas von nach einer Magmarock-Kampffläche aus. Das ist bestimmt. Oh, die sterbt aber. Sackrichtung. Was ist jetzt dazwischen? Perfekt. Ich hatte ihm Schaden gemacht. Oh, das ist ja sogar. Ich habe ja sogar Eispfeile. Sehr, sehr gut. Wenn so ein etwas dickerer Magmarock mit dem Kopf direkt auf einen drauf, dann ist das schon schmerzhaft. Doch, ja, das verstehe ich vollkommen. Mist. Didn't see that coming. Because I'm stupid. I'm with the stupid. Just me. Aber das ist auch gut, dann ist gleich meine Fähigkeit ganz aufgeladen. Und das bedeutet, dass ich ihn dann mit meiner Rundumattacke töten kann. Hallo, Uli Uli. So, jetzt müsste er erstmal ganz da stehen. Oh, das hat nicht so geholfen. Yikes. Okay. Das war schmerzhaft. Das auch. Mal gerade. Okay, ich möchte, dass wir nehmen. Ja, ich möchte diese Waffe nehmen. Nice, nice. Und komm schon. Ach, das ist ein Scherz. Komm jetzt. Komm, und er fällt wieder. Und noch einmal hoch. Und fuck, yes. Ja, das war ja easy. Geil. Okay, ich möchte, dass diese Waffe eigentlich niemals zerbricht, bitte. So viele Opale, wie schön. Ah, oh, die kann man sich nachschmieden lassen, nicht wahr? Das war doch so, dass man die sich nachschmieden lassen konnte, wenn man wollte. Und das habe ich nämlich im Lösungsbuch gelesen, bei so ein paar Waffen. Ich versuche mich ja nicht spoilern zu lassen im Lösungsbuch. Ich bin ja ganz artig und brav. Hau doch jetzt mal. Nein, nein, nicht weglaufen lassen. Kann ich hier auf der Hitze stehen bleiben? Oh nein, das sieht so aus, als würden meine Füße dann anfangen zu brennen. Okay, ich fange an zu brennen, wenn ich da drauf herumlaufe. Gut, man sollte jetzt auch nicht in einer Eisenrüstung versuchen, auf Lava herumzulaufen. Ich sehe schon das Problem und den Fehler dahinter. Gut. Das mit dem Schild ist aber auch eine richtig klasse Sache. Aha. Ich sehe das. Oh Gott, ich lerne es nie. Oh. Ah! Ah! Folgt mir, folgt mir. Peng, sehr gut. Oh, oh. Okay, okay. Und, komm her. Und, peng. Wuhu. Hallo, Nasi. Wow, daneben geworfen. Ey. Das ist aber auch insane. Bla 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 ist bereit, bla bla bla. Rosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Au.
Hörst du auf damit? Geht wie in der Lava baden. Meiner. Dann gehe ich jetzt. Der Feuerdrache! Kann ich ein Foto noch von machen? Oh, wie schön. Speichern, ja. Das ist Eldra. Dort hinten geht der runter? In dem Spalt. Eldra geht da runter. Okay, da muss ich ein bisschen... Das muss ich mir merken. Na, weil die Sonne untergeht. Bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kommen die Drachen immer. Oh, Eldra, wie wunderschön. Aber ich bin am Prinzip... Prinzipiell habe ich in diesem Spiel wohl Droplack, hat man mir gesagt. Oh, das wollte ich gar nicht. Also nicht geplant. So, kommt das Feld so langsam runter? Ja, sehr gut. Und jetzt machen die noch ein bisschen schneller. Zack. Und all die ganzen Edelsteine fliegen sonst wohin. Das war sehr gut. Oh, da sind die Dinger im Feuer. Krass. Okay. Ich sollte vielleicht mal Nahrungsmittel zu mir nehmen, die mir helfen, das Ganze zu verstehen. Sehr gut. Ich zücke mein Masterschwert. Und werfe es auf ihn. Ich weiß nicht, ob es so eine intelligente Idee ist, aber... Attack! Okay. Okay, ich habe einen Bumerang. Hä? So wie das letzte Mal, als das Ding weggeworfen hatte, nicht. Ha, ich habe volle Lebenspunkte. Es war ja bis jetzt ja immer so, dass wenn du... Au! Okay, so sind immer volle Lebenspunkte. Wenn du volle Lebenspunkte hast, ist ja bei dem Masterschwert meistens so was Besonderes. Die Kreiselattacke kann es ja nicht sein, ne? Nicht da näher rangehen? Ich glaube nicht. Look at this. There is something I can bomb in the wall. Very great English, of course. This is nice. Oh. Ich dachte gerade, ui, toll, ein Stein. Ui, wo ist mich hin? Ich bin Swissy. Ich werfe den mal nicht auf den kleinen Knupsi-Pupsi, sonst sagen wieder alle, ach nee, du bist so ein böser Mensch. Kein Wunder, dass wir nur schlechte Dinge widerfahren. Mein Leben ist toll, okay? Ich laufe herum in einer Eisenrüstung an einem Vulkan, ja? Mein Leben ist toll, okay? Was ist die Frage? Erze respawnen ja auch. Wir hatten dieses eine Erz, bei dem man einen Diamanten bekommen hat. Respawnt das auch? Just kidding. I don't need diamonds. I'm always higher. Nee, ganz ehrlich, ich hätte gerne Diamanten doch wirklich. Ja, ich will dahin. Ja, dann klettern wir doch einfach. Warum denn nicht, ne? Oh, ne? Schön. Und dann... Ja, einfach hier drüber. Und dann war's das. Verlassen wir dann den Vulkan? Kann ich dann vielleicht auch endlich mal... Oh, der Mond, wie schön. Oh, so ein richtiger Sailor Moon Mond. Oh, wie schön. Dann kann ich vielleicht auch endlich mal wieder meine Klamotten... Aha. Was? Oh. Ja, up and away! Wow, okay, das sieht mega verbrannt und katastrophal aus. Hier sind Aufwände. Ich dachte, das ist voll die schöne Oase oder sowas, aber das ist ja richtig... Das ist ja richtig zerstört. Und die haben hier drumherum anscheinend eine Festung aufgebaut. Jetzt bin ich am Überlegen, ob hier irgendwas unter den Steinen ist. Schneidklippen. Ja, aber die Steine hier sehen, die kann ich... Kann ich... Oh Mann, ich wollte sie hochheben. Kann ich nicht? Ich kann die Steine nicht hochheben. Und wenn ich jetzt hier einen dran platziere und das Steine? Nee, auch nicht. Sagen mir die Steine irgendwas? Also für mich sieht das so aus, als würden mir die Steine was sagen wollen. Wieso ist hier niemand? Was ist denn das? Das sieht doch aus, als hätten hier Feinde was befestigt. Nee, das ist ein Gorone. Okay, alles klar. Alter, wieder aus. Und beugen und strecken! Wieder nix über steinerne Muckis! Das hier ist der Goron-Garten für die Harten und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich die Giesel von den Felsen. Aus dem Weg, bitte. Ich muss da rein.
Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist noch Platz für die ganzen Kerle, die von meinen Brüdern und mir für würdig befunden werden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übungen. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber euer Fleiß kann Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg. Aber locker. Oh, lass mal schön. Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich erkläre dir mal, wie es funktioniert. Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits von Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Aber das alles allein wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es im Zeitlimit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht oder du auf meinem Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst an deine körperliche und geistige Grenzen stoßen. Das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimm die Klippen. Okay. Ich muss die Schneidklippen erklimmen. Und noch etwas. Ein Versuch kostet 20 Rubine. Okay. Pass mal auf jetzt. Du musst ja im kleinen Hunderubine sehen, weil den Klocks verraten, Kerl. Es ist in Zeit zu wenig Rubine, war die Kletterei umsonst noch, wenn du es innerhalb des Zeitlimits schaffst. Also dann, klimm die Klippen! Los jetzt! Okay, darf ich meine Kletterrüstung anziehen? Ich würde gehen mal Kletterrüstung und 3, 2, 1, super. Alles klar. Ich brauche jetzt hier so Anti-Brennmittel, dieser schmale Anti-Brennmittel. Ne? Ja, ich habe da Zeitlimit nur und ich würde jetzt gern. Ist das gut gegen Brennen oder bin ich nicht. Ist das, reicht das nicht aus? Ich weiß es nicht. Ich brauche jetzt mal hier mal an die Brandsäule. Geht's da? Da kann ich jetzt diese klettern. Ich brenne auch nicht. Das ist gut so. Jetzt wieder hoch jetzt hier. Ich kann auch Pausen machen. Ich jetzt ein bisschen hochgeklettert bin. Verstehen bleiben auf den Dingern. Kurz vor Schnaufen. 100 Rupees. Ich hoffe, da kommt noch mehr als grün. Wenn nicht, dann. Okay, da kommt was Blaues. Hier ja, hier will ich nicht lang. Warum? Weil da was Rotes war. Komm mit. Oh, da ist schon wieder irgendwie das was Blaues. Das ist gut. Oh, so ein bisschen knapp jetzt, ne? Das könnte klappen, wenn da noch mehr von den Roten und so sind. Da drüben sind Rote. Da sind auch noch Rote. Scheiße, das wurde ich nur so noch querklettern. Hey, das ist so viel Zeitdruck. Hier sind so viele Timer. Links und rechts ist ein Timer. Da ist ein Timer. Da kriege ich ja Zeitdruck drunter. Die kann ich nicht. Die bremst mich aus. Ich mag keinen Zeitdruck. Warte, ich muss ja mal kurz eine Pause machen. Zack, und hier. Heb jetzt. Auf geht's jetzt. Wo muss das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Die hier hat 20 Rubis. Da ist noch ein roter. Ich brauche noch einen zweiten roten. Ich brauche mehr roten. All die roten brauche ich. Und mit den ganzen roten jetzt hier. Zack. Jo, das reicht. Das reicht mir. Das reicht mir. Ich brauche jetzt nicht mehr so viel hier. Es ist irgendwie pseudo-bayerisch irgendwie hier. Das tut mir sehr leid. Okay, ich muss darüber. Oh shit. Da ist der Drache schon wieder! Manu, ich will auch zum Drachen und nicht nur das hier. Oh, wie schön. Oh, wie wunderschön. Ich wette, ich muss auch irgendwo hier die Drachenschuppe da bieten. Ja, dann kann ich ja jetzt. Oh, ich hab's ja fast geschafft, ne? Easy. Easy GG. Geschafft! Ausgezeichnet! Reife Leistung, wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? Unglaublich! Ah, du hast deine überragenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser vierter Bruder. Damit hast du das Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Schließlich bist du jetzt unser Bruder, Bruder. Yo, Bro! Und als unser Bro ist es dein Recht, dich jederzeit an den Schneidklippen zu messen. Dich erwartet sogar eine noch härtere Prüfung. Also Bescheid, sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Yo, Bro, kriege ich dann auch all das Geld, Bro? Das wäre voll cool, Bro. Ich muss jetzt mal kurz da rein, Bro. Ja, ja. Dankeschön. Auf geht's in den nächsten Schrein mit dem nächsten Rätsel. Oder ich... War das schon? Also manchmal ist es ja so, dass wenn man das gemacht hat, um da... Dann darf man... Dann ist das schon fertig oder so. Kann ja sein. Was ist eigentlich mit meinem Lippenstift in der Zwischenzeit passiert? Der ist eigentlich gar nicht so rot. Der sieht einfach so mega rot gerade in der Kamera aus. Andere malen sich über die Lippen. Bei mir passiert das mit der Zeit irgendwie. Durchs Gequatsche oder weil ich einfach so einen Froschmund habe.
Okay, alles gut, ich bin nur creepy. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Guahito. Du hast die Prüfung bestanden. Toll. Ich freue mich mega. Guahito, Sägen. Ja, ne? Voll gut gemacht. Und, was krieg ich? Ein Eisgroßschwert. Dafür bin ich kein Platz mehr. Dafür habe ich immer Platz. Für Eisgroßschwerter habe ich immer Platz. Da möchte ich ganz gerne das da wegwerfen. Ich nehme das mit. Ein Eisgroßschwert. Schick, 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 schick. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Shake your ice schwert. Shake your ice sword. Yeah, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your ice sword. Shake your ice sword. Ooh, yeah, das sieht geil aus. Okay, wir nehmen aber das dann hier als Ausrüstung. Und hallo übrigens, Vorsicht, wieder Splitter in die Augen. Na, na, na. Sehr gefährlich. Link ist schon mehrfach blind dadurch. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen und bezweifelst du der auserwählte Held. In deiner Göttin Hönia vielleicht die entsprechende Erhörung. Ich kann reden, ohne dass ich irgendwie, ne? Sieht gar nicht so aus, oder? Das ist doch sehr gut, oder? Das liegt an dieser Lücke zwischen den Zähnen, ja? Deswegen ganz simpel. Total schön. Könnt ihr auch irre so kommentieren, ne? Ui, ein Zeichen der Bewährung, was ich nicht aussprechen kann, ohne die Lippen zu bewegen. Ja, hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hallia dabei stehen. Ja, ja, kenne ich schon. Habe ich schon ein paar Mal gehört, muss ich mir jetzt nicht jedes Mal bei allen 100.000 Schreins ergeben. Ja. Na, für die Leute, die sich interessieren, Bauchreden und so, habe ich auf meinem Zweitkanal mal ein Video zu hochgeladen. Eigentlich würde ich echt gerne Bauchreden, aber irgendwie kann ich das ja anscheinend schon zum Teil zumindest. Also, ja, das mit B, P und M Wörtern, das weiß ich noch nicht so genau, wie ich das so covern kann. Aber ansonsten, finde ich, ist das schon nicht mehr schlecht. Und ich habe anscheinend Haarausfall an der Stelle da. Wie sieht man meine Haut dadurch? Scheiße. Ich meinte, hallo! Ich bin Link und ich will jetzt irgendwo hin, wo eine Fee wohnt. Hier ist doch Wasser. Und da ist ein Bogenstrom. Aber hier ist Wasser. Schritt eine Fee. Wo sind die Feen? Wo ist jetzt hier meine heilige Fuck my life? Was bist du denn? Kann ich bei dir auch wieder Sachen klauen? Wartet, ich muss mal ein paar Sachen wegschmeißen, die ich eventuell nicht brauche. Der da ist... ich kann in der Luft keine Waffen wegschmeißen! So, ich guck mal, was hat er denn Schönes? Einen guten Bogen, eine Lanze, das Schwert sieht auch nett aus. Ich kann mich auch in der Luft teleportieren. Ich will ihm erst seine Waffen klauen und dann will ich ihn töten. Wie doof der sich vorkommen muss, wenn ich ihm seinen Bling-Bling klaue und dann bringe ich ihn um. Das war ein unnötiger Ladebildschirm und unnötig Flugzeit, nicht wahr? Ach, komm. Ich will das nicht mehr. Und ich brauche auch, bist du stärker? Ja, aber das ist ja auch nicht besser als das. Ist ja nicht so, ja, der ist besser als Seitenbauer, aber die ist nicht mehr. Die Lanze ist mir egal, die will ich nicht. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Der Sonne entgegen, über den Wolken, naja, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Allängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen. Und dann, wenn alles groß und wichtig erscheint, wird's plötzlich nichtig und klein. Auf diesem Felsen, ei, 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 liegt ein Hinox noch unschuldig. Jetzt klau ich ihm seine Waffen, oh ja. Okay, nichts mehr drin. Waffentasche voll. Achso, ja, ich gehe dann wieder. Ne? Ein Königsschwert mit besserer Haltbarkeit. Das ist gut. Was habe ich denn schon alles benutzt? Den habe ich benutzt. Okay, wenn man das hier auch mal machen. Oh, du hast da. Habe ich was mit Elektrizität? Das hatte ich doch, oder? Du hast da nämlich Metall.
womit möchte ich jetzt auf dich einschlagen? Uiuiui. Aber ich habe das Gefühl, Gegner in diesem Spiel sind für mich keine Herausforderung mehr. Geil. Essen aus deinem Magen. Lecker. Das esse ich gerne nochmal. Was ist das, eine scheiß Ritterhellbade? Das braucht doch keiner. Ja, aber ich hätte jetzt gerne eine Fee gehabt. Ne? Oder so. Ist doch irgendwo... Anscheinend nicht. Aber da geht's noch weiter. Da sind irgendwelche Bockblins. Da ist noch ein Schrein. Das ist ja zum Schrein. Was mache ich denn jetzt? Also ich würde eigentlich gerne wirklich noch so eine Feenquelle. Das sieht auch verdächtig aus. So nach Feenquellenzeug. Das sieht verdächtig aus nach irgendwas Tödlichem. Vogel! Oh, oh, will ich hier sein? Das sieht einfach alles super seltsam aus. Das ist, als wäre unter mir nichts mehr außer dem Tod. Das Licht. Das interessiert mich. Aber erstmal will ich hier landen. Falls ich hier stehen kann, das wäre toll. Ich will mir nämlich angucken, warum da Licht ist. Okay, ich kann zumindest nur zu einem Teil. Könnte ich hier vielleicht stehen? Don't light. Ignite the light. Let it shine. Just don't deny. There will be no shame. Rutscht man einfach ab. Aber man kann dadurch ein bisschen Ausdauer regenerieren. Aber nur ein bisschen. Ah, hier wird's sehr steil. Do you ever feel like a waste of time? Bla 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 bla. Ich kann den Text von wie hieß das noch? Text von Slides? Ich weiß nicht mehr. Nicht mehr auswendig. Ach Gott, ich meine die gleiche Kacke schon wieder. Ich bin debil. Halt dich doch jetzt fest, du Arschloch! Ach Mann, Kacke, ich habe nur so einen normalen Ausdauerverbesserungstrank. Ach, das ist doch ein Scherz. So tut man das. Muss man gar nicht gestört. Warum hat er sich nicht festgehalten? Ja, du hast mich vor Probleme, weil du dich vor so nicht festhältst. Ach, hier kannst du stehen. Natürlich. Kann sich nur um Stunden handeln. Wird es jetzt gerade schlecht, das Wetter? Tatsächlich. Toll, es kommt auch gleich noch Gewitter. Na, da freue ich mich ja. Schön. Gerne. Ich kletter doch hier immer wieder gerne hoch. Macht doch richtig Spaß. Hier muss man nur die Ecken finden, auf denen man stehen kann. Ich wette, hier kann ich stehen. Auf dieser Ecke. Das sieht aus, als könnte man hier stehen. Nein. Fick dich doch! Halt dich doch dann einfach gleich wieder fest, statt runter zu rutschen, du Arschgesicht! Ich meinte, das ist ein kinderfreundlicher Kanal. Fluchen ist nicht das Schlimmste, was es gibt. Fluchen ist tatsächlich gar nicht mal so dramatisch. Man darf fluchen. Wichtig ist einfach, dass man keine echten Menschen damit beleidigt, sondern nur Videospielcharaktere. Vielleicht kann ich da oben stehen. Ich bin noch schon da dran. Ich bin noch schon so nah am Ziel. Ach komm, die Ecke da oben sieht so aus, als könnte man stehen. Ja gut, ein bisschen höher vielleicht. Ich könnte von den Berg da oben dahin, ne? Wenn ich jetzt von den Berg da hinfliege, ja, dann kann ich ja, dann, ich glaube, das passt besser. Das war ja ein richtiger Reinfall. Wo will ich mir reingefahren ins Wasser und ertrunken instant, wo ich abgeerst habe, mein Gott. Das war ja richtig, reingeschissen, habe ich da, aber richtig reingeschissen, sag ich dir. Was machen wir denn? Müssen wir wieder.
Ich muss jetzt irgendwas töten. Nein. Ja, flüchte nur. Er ist runtergesprungen und hat sich ertränkt. Aber das da unten sieht für mich sehr nach Feenquelle aus. Hab jetzt. Guck mal, hier kann er doch auch stehen. Wieso kann er denn da nicht stehen? Das ist genau so geskriptet. Schweine. So, das muss jetzt aber reichen hier. Ich wette, dass da unten, wo es leuchtet, ist die Feenquelle. Also es reicht zwar nicht ganz, aber also es... Oh, das nächste Labyrinth. Hey, schön, Spaß. Da freue ich mich drauf. Labyrinthe in dem Spiel machen richtig Freude. Die Bäume da unten sehen super seltsam aus, weil das noch nicht alles geladen hat von der Textur und so. Naja, wir müssen da auf jeden Fall noch hin. Frage mich jetzt nur, ob es sinnvoll war, hier gleich, oder ob ich von unten irgendwie... Ach, ich gehe jetzt einfach auf diesen komischen Knochenberg. That's so strange. Das mal von Anfang an gemacht. So kompliziert war das ja nicht, dahin zu fliegen. Wirklich hier eine kahle Stelle. Nee, das sind einfach meine Haare, ne? Weil ich helle Haut habe und dunkle Haare. Ja, okay. Das ist... Das passiert Männern im Alter zwischen... Oh Mann. Ich hab sofort halt einen Kerl. Ich spiele auch immer männliche Charaktere in Videospielen, weil das halt so ist. Und ich kann sehr tief sprechen, wenn ich möchte. Ich weiß nicht, ob das nach einem Mann klingt. Klingt das so wie ein Kerl oder eher weniger? Keine Ahnung, ich meine... Ich klinge dann immer so, als würde ich so versuchen, cool zu sprechen, ne? Hä? Hier ist ja nicht meine Prüfung? Die Prüfung bestanden. Ich bin da nur hingeflogen. Was ist denn... Was für eine Prüfung? What? Tsuna Kais? What? It's in the bus. Was? Ein Feuerchen. Hab ich dafür noch Verbindung oder ist das eher Kakapopo? Komm, dann schmeißen wir halt unseren supergeilen Bohrer weg. Bin halt kein Bora Bora. Dann halt ein Einhandfeuerschwert. Habe ich auch kein Problem mit. Von. Nein. Ich will den Abbohrer fotografieren. Danke, ist auch ein wunderschönes Foto davon geworden. Okay, ist gut. Sachen, die mir gefallen, fotografiere ich, damit ich sie wiederfinde. Hallo! Ich möchte gerne skippen, damit ich nicht die Blitze in die Augen kriege. Ich wäre richtig dankbar, wenn... Ah! Spät. Au, danke. Ja, ich habe die Prüfung bestanden. War auch mega die krasse Prüfung. Super krasse Prüfung, Bro. Ja, danke. Dir auch. Schönen Tag noch und so. Wo auch immer das ist, wo die hingehen. Jenseits von Gut und Böse. Sagt man das eigentlich deswegen, jenseits von Gut und Böse? Ist das deswegen das Jenseits, weil das Jenseits von Gut und Böse ist? Oder kommt das einfach von dem Wort Jenseits, abseits der Strecke, jenseits der Strecke und so? Ich weiß es nicht. Aber würde Sinn machen. So, jetzt möchte ich da rein, wo es leuchtet. Hä? Was war das denn hier bitte für eine Prüfung? Ich sehe immer noch nicht, dass das eine Prüfung war. Das ist ein Lightglitch, oder? Möri hat gerade geleuchtet. Ob das von unten kam? Das habt ihr doch auch gesehen. Das sah doch aus wie ein Leuchten. Aha, ich glaube, das sind... Wow! Ich glaube, das sind Lightbugs im Spiel. Okay, das ist wunderschön hier. Das ist wirklich wunderschön hier mit den Blüten. Hm. Jetzt frage ich mich... Sieht ja wunderhübsch aus. Ob hier nicht wirklich irgendwo eine Fee ist. Weil, also da waren noch in der Nähe eigentlich immer Feen. Ich ziehe mir nur das gerade so an und dann wieder raus. Das ablegen und das ablegen und auch das ablegen. Damit ich möglichst lange schwimmen kann gerade. Das zieht zumindest das da wieder an. Damit ich durchs Gewitter schwimmen kann. Das sieht doch total verdächtig aus, als wäre hier in der Nähe irgendwo auch eine Knospe von einer Fee. Wie schön das ist mit den lilanen Reflektionen. Dann wird das hier alles so lila. Oh, wie geil. Das ist ja abgefahren schön. Dieser Ort ist doch garantiert was Besonderes. Aber das kann man mir doch nicht erzählen. Dieser Ort ist was Besonderes.
Hier gibt es ganz bestimmt irgendetwas. Das müssen wir nur finden. Und wenn das nur der Schrein war, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Gut. Ich gehe jetzt hier einfach mal im Kreis drumherum. Schauen wir das genauer an. Kann ich auch länger rennen, wenn ich nackig bin? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir jetzt irgendwelche Gegner ins Gesicht springen. Ich ziehe jetzt mal wieder die Rüstung an. Die mag ich nämlich total gerne. Hätte gerne diesen Schild. Hätte gerne diesen Bogen. Und ich nehme, kann mich gar nicht entscheiden. Sie blitzen alle so schön. Dann doch das Masterschwert. Jetzt kann ich ja das damit machen. Das ist ja geil. Das ist ja wie früher. Cool. Ja, also sah jetzt erstmal ganz cool aus, aber anscheinend außer Schweizer Käse ist das hier nichts. Muss ich das jetzt auch noch Stück für Stück nach oben klettern? Och nee. Ach man, oh. Muss das wirklich Stück für Stück vorhalten? Die wahre Prüfung ist hier wieder rauszukommen. Könnte mich porten. Bin aber zu faul. Geh ich mal hier hoch. Ach, Blitze treffen mich halt auch nicht, wenn ich geschützt bin. Na klar, natürlich. Oh. Was ist das hier? Ach, guck mal. Was? Wo? Nö. Tut mir leid, aber nö, wie soll ich da hinkommen? Nö, ich sehe das nicht ein. Das ist mir zu weit. Hä? Alter, das ist ja sowieso mega der Abfuck. Ja, nee, also ich möchte hier mich nicht rausporten. Ich gehe einfach zu dem Schrein wieder und wir teleportieren uns da weg. Und gut ist. Ja, nicht spannend, was wir heute alles gesehen haben. Schade, ich hätte gerne eine große Fee gefunden. Große Fee wäre cool. Wo liegt denn mein Lösungsbuch? Da muss ich im Notfall einfach nachgucken, wo die große Fee ist. Ihr könnt mir auch gerne wieder Hinweise geben. Sowas von nach dem Motto, so, ja, du warst schon gar nicht falsch da. Oder, denk doch mal da und dabei. Aber nur Hinweise. Rätsel. Gib mir lieber Rätsel auf, ja? Da habe ich mehr von. Das macht mir mehr Spaß. So. Master Linky. Wir können hier nicht jenseits dessen. Okay, wir müssen da entlang. Aber wir müssen ja nicht da runter. Genau. Wir gehen jetzt einfach hier weiter. Also ich hätte schon erwartet, dass hier noch eine Fee irgendwo ist. Definitiv. Vielleicht da hinten in diesem Wald. Komische Schweizer Käseberge. Ich jetzt da oben lang gehen? Ich will jetzt, glaube ich, da oben lang gehen. Ist hier schick. Böser Vogel! Böser Vogel! Böser Vogel! Ja, ja, lauf nur! Vor allem, wieso läuft der jetzt weg? Sonst greifen die mich immer an. Meine Minivögel, die sind nicht böse. Sonst kommen die immer auf mich zugestürmt und greifen mich an. Und jetzt einfach so... Seltsam. Sehr seltsam, das alles. Gut. Ja, das kann ja auch mal so ganz außen was sein. Ich will jetzt hier nichts übersehen oder so. Auch keine Drachen, die jetzt spontan ankommen und so. Nö, wir wittern einfach nur wieder. Das ist gut, ne? So spontan Wetterwechsel habe ich auch gar nichts gegen. So verschiedene Biome kennt man ja aus Minecraft. Läuft 1 Meter, ist plötzlich Schnee. Das ist alles völlig normal. Ich nehme mal mein Messerschwert, das geht wenigstens nicht wirklich kaputt. Alter, hast du dich gerade an der Wand festgehalten, wenn du es nicht solltest? Wir hatten uns darüber unterhalten, Link, ne? Wir hatten uns darüber unterhalten, über das Festhalten an Wänden, ne? Ja, geil. Ist das irgendwas Besonderes? Nee. Ja gut, die kann ich vielleicht alle Elektrizität töten. Wenn ich hier nah genug durchs Wasser gehe? Lalalalalalalala. Lelelelele. Fast. Ja. Ja. Elektrizität mehr. Und
das mich hier durch? Schieß halt mit Bombenpfeilen! Was ist denn falsch mit... Okay. Anscheinend hat er sich gerade selber getötet oder die Bomben... Der schießt die ins Wasser, der Vollidiot! Und dann bringt das natürlich nichts. Geil! Aua! Nett! Ja, nett! Schießt die weiter ins Wasser! Bombenpfeile werden ja im Wasser... Ne? Wir hören ja auf. LOL, jetzt hat er seinen Kollegen weggesprengt. So gut, die sind so gut. Ich farme meine Bombenpfeile immer wieder gerne den ganzen Tag, weil ich gerne Bombenpfeile, Pfeile farmen mag. La 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 la. Wenn ich explodiere. Durch den Regen. Stimmt ja, das geht ja durch den Regen nicht. Ich kann mich nicht mehr aufsammeln. Was ist los? Doch, da ist was. Ist das hier was? Was geht's da? Nee. Hm. Oh, es hört dann auf. Und jetzt kommt es wieder. Und yes! Wie schön. Weiß nicht. Wie jetzt hier gegenschießen? Ich hab nichts, ne? Schade. Wow, okay, Bro. Der hat mir gerade den Bombenball direkt ins Gesicht. Schade. Warte. Warte, Blitz und Donner. Brrrr, sagt er. Ist nichts. Aua. Alter, wer schießt mir denn von hinten immer in den Kopf? Ih, jetzt esse ich das Zeug, was ich aus dem Darm des Hinox gezogen habe, richtig? Bleib stehen jetzt. Nein. Okay, ich kratze das Masterschwert, geht zu Neige. Natürlich. Komm ich denn da hoch eigentlich? Ich will da hoch jetzt. Wie sind die denn da hochgekommen? Oh, das Gewitter nervt, aber jetzt schon gewaltig. Komm ich denn da jetzt hoch? Ist hier nicht? Nee, das geht auch nicht. Hey, wie sind die denn da hochgekommen? Das macht doch jetzt ja keinen Sinn hier. Nee. Hey, das verstehe ich nicht. Also, das sieht für mich halt vor allen Dingen nach geilem Loot aus. Frage ich mich ernsthaft, wie die da hochgekommen sind, wenn ich da nicht hochkomme. Ja, toll, Gewitter, Donner. Ich könnte mich mit einem Windstoß nach oben tragen lassen. Wenn ich schon bei den Orni gewesen wäre. Da ist ein Schrein. Ja. Alter, Feintuning. Der Schrein ist neu. Was gibt's denn hier Schönes? Hier waren wir vorhin. Da möchte ich jetzt nicht nochmal an der gleichen Stelle runter, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Hey, ein Wächter. Ob der wohl lebendig ist? War das nochmal, wenn man ein Schild hatte und... Hä? Okay, gut. So hat man das gemacht. Bist du ein aktiver Wächter? Bist du da? Hallo? Guten Tag. Ja. Ist dies da eingeschaltet? Hallo? Nein? Alles klar, ist kaputt. Gut zu wissen. Meistens sind ja dann aber noch mehr in der Nähe, ne? Ist mir ein bisschen unangenehm. Guck mal, eine. Achso, den hatte ich schon markiert. Na gut. Ach, hier bin ich. Okay, ich habe ein kleines bisschen Orientierung und da will ich. Ja, hab dich gehauen. Oh, toll, mein Masterschwert ist kaputt. Whatever. Aber es fühlt sich an, als wäre es kaputt. Und das macht mich traurig. Na gut. Ich kann nicht mal was anderes stattdessen dann mitnehmen und so. Was ist da unten noch? Vielleicht ist da ja einer aktiv und muss mich ablasern. Ansonsten müsste ich da drüben zu diesem Labyrinth. Hier kann ich ja nicht hin. Ne? Boah, das sieht doch spannend aus. Das ist der Rand der Welt. Da geht es nicht weiter, ne? Das war mega spannend aus der Rand der Welt. Also zumindest bis
Das ist noch im Bereich. Nee, eigentlich ist das Labyrinth schon außerhalb. Okay, wie komme ich da hin? Bin ich da? Soll ich da hin? Hallo, jemand von euch aktiv? Ich bin's, der Link. Cookie, Cookie. Oh, warte. Da ist ein schöner Kind. Weh, einer von euch lasert mich jetzt ab, während ich da gerade mega den... Warte. Antike Schraube, wie ich da mega den Käfer hole hier. Meiner Ausdauerkäfer. Easy, GG, alles gut. Supi. Hyrule-Gras. Sehr gut. Alle inaktiv. Langweilig. Kein Blutmond. Langweilig. Gut. Gewitter kommt auch gleich wieder. Da habe ich den nächsten Käfer vertrieben. Habe ich ja gut gemacht. Wildschwein. Das sieht hier nicht irgendwie besonders spannend aus aktuell. Was ist das? Da ist ein Stein. Okay. Da unten habe ich gerade was leuchten sehen. Ah, nee, was glitzern nur. Alles klar. Wollen die Wölfe jetzt echt ernsthaft... Wollt ihr ernsthaft Beef? Mit mir? Nicht? Nee? Nee? Ah, ja, das sah hier so ein bisschen verdächtig aus. So dieses Zugedeckte da unten. Will ich denn zuerst hin? Da ist ein Leune! Den machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn wir den Leunen prügeln, da freue ich mich drauf.